Eine 6:0 Niederlage setzte es für die Spielvereinigung Ansbach im Hinspiel gegen den TSV Buchbach. Heute wollte man einiges besser machen im Nachholspiel des 23. Spieltags. Das Spiel sollte ursprünglich stattfinden am 12. Dezember. Da lag aber der Platz unter Schnee. Deshalb findet das Spiel heute statt am 13. April bei deutlich besserem Wetter. Das Spiel begann erstmal recht ruhig. Die Buchbacher versuchten den Ball erstmal in den eigenen Abwehrreihen zu halten. Der Spielvereinigungstrainer Max Junger gibt noch einige letzte Anweisungen. Und plötzlich wird im Stadion gejubelt, denn es steht 1:0 für die Spielvereinigung Ansbach, ohne dass die aber überhaupt eine Torschuss hatten. Dementsprechend haben wir das Ganze auch nicht im Bild, denn in dem Moment war mit allen zu rechnen, aber mit keinem Tor. Was war passiert? Hans Attenberger hat versucht, seinen Torwart anzuspielen, Franz Demmel. Der Ball kam ein wenig zu kurz und Manuel Reichert ist durchgestartet, fing den Ball ab und schob ihn zum 1:0 für die Spielvereinigung ein. Es geht kurios weiter, Freistoß Gassen, das Ganze wird abgepfiffen vom Schiedsrichter Thomas Stein. Alle denken an einen Stürmerfoul und dann sieht der Buchbacher Ralf Klingmann die gelbe Karte und Schiedsrichter Thomas Stein zeigt auf den Elfmeterpunkt. Was war passiert? Das Ganze noch einmal in der Zeitlupe. Ich denke, wenn wir solche Elfmeter geben, dann müssen wir pro Spiel 30 geben. Es hat kein Ansbacher reklamiert. Die sind eher aus dem Strafraum rausgelaufen und haben gemeint, wir haben Freistoß. In jedem Fall gab es Elfmeter für die Spielvereinigung und Dominik Zwick verwandelt eiskalt zur 2:0 Führung nach 24 Minuten. Die nächste Schrecksekunde für den TSV Buchbach, Freistoß Lindner und dann kommt Torwart Franz Demmel aus seinem Kasten gestürmt und faustet den Ball weg und trifft dabei seinen eigenen Mann, seinen Kapitän Alexander Neulinger. Der bleibt verletzt mit einer Platzwunde am Boden liegen und muss ausgewechselt werden. Von der starken Buchbacher Offensive bislang nichts zu sehen. Der zweitstärkste Sturm der Liga hat bisher noch nichts von sich gezeigt. Stattdessen mal wieder die Ansbacher mit einem schnellen Konter. Stattdessen dieser Traumpass von Reichert auf Gassner nach vorne. Und der wird zu Fall gebracht von Franz Demmel. Das sieht nach dunkelrot aus, aber Gassner läuft weiter und versucht sein Glück. Und der Ball wird auf der Linie geklärt. In letzter Sekunde verhindern die Buchbacher den 3:0 Rückstand und das Publikum forderte lauthals eine rote Karte für den Torhüter Franz Demmel, aber die zückte Thomas Stein in diesem Fall nicht. Dann war Halbzeit im Ansbach bei einem Spielstand von 2:0. Zeit für eine Pinkelpause, bevor es weiterging. Die Buchbacher kamen deutlich aggressiver aus der Halbzeit wieder zurück. Aber dadurch ergab sich für die Spielvereinigung Platz zu kontern. Und das nutzt hier Dominik Stolz zum Beispiel aus. Mit einem wunderbaren Pass nach vorne auf Bastian Weiß. Und der ist vorbei an Hans Attenberger, an Franz Demmel. Und dann klärt Manuel Neubauer in höchster Not für den TSV Buchbach. Die Spielvereinigung bleibt die absolut tonangebende Mannschaft. Und jetzt kommt eine Co-Produktion des letztjährigen U19-Jahrgangs. Zuerst ist es Herzner auf Stolz, Stolz auf Gassner, Gassner zurück auf Stolz und es steht 3:0 für die Spielvereinigung Ansbach. Langsam wurde es unheimlich. Die Mannschaft, die die Spielvereinigung Ansbach noch vor einem halben Jahr mit 6:0 besiegte, wird hier nach Belieben dominiert. Und gerade mal hing die 3 auf der Anzeigentafel, da ging es auch schon weiter.
Nächster Angriff der Spielvereinigung. Der Ball kommt wieder nach vorne. Und Manuel Reichert ist es mit seinem zweiten Treffer heute, der in der 58. Minute auf 4:0 erhöht. Und nachdem Manuel Reichert irgendwie jedes Mal schneller ist als unsere Kamera, werden wir uns mal eine neue Kamera zulegen und nur noch den filmen, damit uns seine vielen Tore, die er in der letzten Zeit schießt, nicht mehr entgehen. Das Spiel war natürlich gelaufen, dann ging Bastian Weiß aus dem Spiel, der unter riesigem Applaus verabschiedet wurde. Dafür neun Spiel Christopher Wittmann. Aber Buchbach steckte nicht auf, blieb natürlich gefährlich. Die haben es bis zur letzten Sekunde versucht, wenigstens noch ein Tor zu schießen, so wie hier. Und dann ist Körner zur Stelle und kann den Ball glänzend parieren. Es folgt die gefährlichste Szene der Buchbacher in den gesamten 90 Minuten. Und daran ist zu sehen, dass die Buchbacher heute nicht wirklich gefährlich waren. Körner muss einmal nachfassen, dann hat er den Ball sicher. Dann ging der Mann des Tages vom Feld, die Nummer 19, Manuel Reichert, mit seinem 1:0 und seinem 4:0 heute eine der wichtigsten Kräfte auf dem Feld in einer aber insgesamt absolut stimmigen Mannschaftsleistung. Kurz darauf pfiff dann Schiedsrichter Thomas Stein das Spiel bei einem Stand von 4:0 ab. Ja, ich denke, das war sehr wichtig für die Mannschaft, auch für das Selbstvertrauen. Und so kann es weitergehen im Abstiegskampf für uns. Also wenn man immer punktenkräftig, wäre das auch noch was. Glückwunsch an Ansbach für den deutlichen Sieg, der sicherlich hoch verdient ist. Uns gelingt es jetzt momentan eben nicht, uns gegen Mannschaften, die mit viel Einsatz und mit viel Biss und viel Disziplin spielen, uns durchzusetzen. Das ist uns am Wochenende gegen Thannhausen schon passiert. Da haben wir dann noch das Ding fast gedreht. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir riskieren alles. Wir haben, glaube ich, am Schluss 4-5 Stürmer am Platz gehabt. Gerade wenn wir in einer Situation sind, die wir nicht gewöhnt sind. Wir sind es nicht gewöhnt, dass wir Favorit sind. Wir waren letztes Jahr und heuer bis Mitte der Saison Außenseiter immer. Da haben wir das mit viel Disziplin und Kampf gemacht. Jetzt sind die Mannschaften gewarnt, sie stellen sich auf uns ein. Und das ist eine Situation, die gerade unsere jungen Spieler noch nicht so gewöhnt sind. Und sie erleben jetzt, was im Abstiegskampf alles los ist in der Bayernliga. Und da haben wir heute bitteres Lehrgeld bezahlt. Aber das müssen wir abpacken. Wir haben am Samstag schon wieder ein schweres Spiel in Seligenporten. Den Ansbachern wünsche ich natürlich, dass ihr Saisonziel der Klassenerhalt noch in Erfüllung geht. Ich glaube, das wird schwer genug. Aber ich denke, sie sind auf einem guten Weg. Was mich vor allem beeindruckt hat, das ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie dieses Ergebnis zustande kam. Also da hat man schon gesehen, dass die richtige Mischung zwischen Kampf und nicht verkrampft, sondern trotzdem auch noch Spielwitz, dass das gestimmt hat. Und dementsprechend haben wir auch in der Höhe verdient gewonnen. Und am Schluss noch die Buchbacher haben immer probiert, ein Tor zu schießen, wie es der Kollege gerade schon gesagt hat. Hätte es durchaus noch das eine oder andere für uns draufgeben können. Aber nach wie vor hat es auch plus 3 Punkte gegeben, ob es 1-0 oder 4-0 ist. Aber die Art und Weise hat mir sehr gut gefallen, wie die Mannschaft das umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben.